Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Tomb Raider im nunmehr 13. Part. Also standardmäßigen Unglückspart. 13 Unglückszahl, für manche auch Glückszahl. Wer weiß, wir werden es herausfinden, was es für mich sein wird heute. So, in der letzten Folge haben wir, sind wir am Strand gewesen und haben gemerkt, ey, shit, wir können das scheiß Boot nicht reparieren, wir brauchen ein bisschen Werkzeug. Und der gute Alex ist schon auf dem Weg, Werkzeug zu holen und meinte, ey, Alter, Lara braucht nicht kommen, ich mach das hier alleine. Dann hat natürlich die gute Lara gesagt, ey, Alter, mach keinen Scheiß, ich komm dir zur Hilfe. Wir haben uns dann natürlich kurzfristig dazu entschieden, ein Grab lieber näher unter die Lupe zu nehmen, aus dem simplen Grund, weil Loot. Ja, da haben wir uns ein bisschen drin verzettelt und jetzt sind wir hier. Jetzt geht's zurück, um Alex zu helfen. Zack. Ja, hier. Muss mal sein. Nach Robert. Jawohl. Da sind wir wieder. Erreichen Sie das Wrack der Endurance. Oder liegt was? Hat's auch gesehen. Zack, ein Geocache. Nice. Das klingt so, als ob hier gleich wieder Gegner zu am Start wären. Ha. Huh. Nee, das traue ich mir nicht. Da gehe ich lieber wieder oben lang. Auch wenn es kurz jetzt ein kleiner Umweg für uns ist, aber den müssen wir da wohl in Kauf nehmen. Ja. Den sollten wir jetzt nämlich mal... Ja, da so hinschubsen. Ich glaube zumindest, dass es ganz gut wäre. Aber nicht runterfallen. Oh, mir fällt gerade auf, du kannst ruhig runterfallen. Komm so oder so hoch. Ey, komm jetzt hier. Jawohl, Lara. So, ab dafür. Back on track jetzt. Hat uns ja auch wieder nur 2 Minuten gekostet. Ich meine, was sind 2 Minuten, Freunde? Ich mache ja nicht umsonst 30-Minuten-Parts. Es gibt genug Let's Player, die machen 20-Minuten-Parts. Was ich auch gar nicht verurteilen will. Ich meine, wenn man, keine Ahnung, 7 oder 8 Projekte am Start in der Woche hat... in der Woche am Tag hat, dann kann ich das durchaus verstehen, dass man sagt, nee, ich habe halt einfach keine Zeit dafür. Ach, guck mal, hier hätten wir auch lang gekonnt. Ah, cool. Ja. Aber da ich ja die Zeit habe. Was war das denn jetzt? Hügelgrabräuberin. Aha. Wie dem auch sei, da ich ja die Zeit habe, kann ich ruhig 30-Minuten-Parts machen. Und ich finde es auch immer sehr viel angenehmer, wenn ich ehrlich bin. Weil 20-Minuten-Parts, besonders bei solchen Spielen, da macht man nicht so viel Progress. Die gehen dann einfach zu schnell vorbei, wenn er mich fragt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr lieber 20-Minuten-Parts sehen wollt, dann gebt mal laut, dann gibt es natürlich 20-Minuten-Parts. Dann muss ich, ne? Zack! Ich muss etwas Stärkeres finden. Fehlende Ausrüstung. Fehlende Ausrüstung zum Öffnen benötigt. Ach, guck einer, schau, ich soll da hoch. Soll ich das machen? Hey, das kann doch aber nicht sein. Verdammt, das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Ach, Lara, was ist denn los? Was ist mit dir? Was mach ich denn dann? Hier runter? Oh, LOL! Okay. Ich dachte, sie hangelt sich. Hat sie aber nicht. Entschuldigt. Gut, dann müssen wir uns was Neues überlegen. Reichen Sie das Wrack. Muss ich irgendwie darüber? Frag dich nur, wie ich da drüben hinkommen soll, wenn nicht da lang. Muss ich vielleicht doch unten lang. Zack. Aber das ist so weit. Es ist echt schweineweit. Warum hältst du dich denn nicht fest, du olle Tucke? Entschuldigung. Entschuldigt die Beleidigung. Lara ist natürlich keine Tucke. Lara ist ein fantastischer Charakter. Ich finde. Bin ich da unten eigentlich irgendwie lang noch? Da, hier runter.
könnte anscheinend am Strand entlang gehen, wa? Das können wir ja mal machen. Und wie gesagt, gerade eben weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh. Zack. Jetzt ehrlich, ich hasse das, dass sie da nicht rausspringen kann. Ich kann ja nicht mal hier rausspringen. Doch, jetzt konnte sie. Zack. Kommen wir denn überhaupt da unten lang? Nicht, dass ich jetzt hier komplett umsonst gehe. Wir können ja noch mal einmal gucken. Vielleicht mache ich das ja auch nur vom falschen Punkt aus. Ach, guck mal, da oben könnte man auch noch irgendwie lang. Aha. Da muss ich mal schnell gucken. Komm, hopp, hopp. Gibt's hier irgendwo einen Weg raus noch? Ich meine, klar, da ging es ja eigentlich nur zum Grab, aber vielleicht gab es ja doch noch was, was ich übersehen habe, schlichtweg. Wir gucken mal. Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir das Ganze etwas systematischer angehen. Denk mal nach, Robert. Wie komme ich jetzt noch höher? Weil das muss ich ja anscheinend. Da komme ich nicht hoch. Wir können uns ja gleich mal umdrehen. Obwohl, wir können mal da rüber gehen und dann nochmal zurückgucken. Vielleicht finden wir da ja was. Da ist ein Seil. Das reicht aber leider nicht, dass da das Seil ist. Leute, ich kann mir das gut vorstellen. Ihr steht jetzt bestimmt da und denkt euch, ey, Alter, ist doch mega easy. Macht doch einfach das und das. Kommt gerade einfach nicht drauf. Und den Jump schaffe ich, glaube ich, nicht. Das wäre ein bisschen krass. Da hoch kann ich auch nicht. Jedenfalls sehe ich gerade keinen Weg da hoch. Kann ich hier einfach hoch? Ne. Hm. Was machen wir denn da? Da geht's runter. Aber nicht hoch. Entschuldigt, dass es gerade alles so dauert. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Lara, mach doch nicht sowas. Hm. Wenn man mal probiert, darüber zu springen, das wird wahrscheinlich auch nichts, wa? Ah, das sieht jedenfalls nicht gut aus. Ach lol, ich bin so ein Depp. Ich hab doch die neuen Pfeile. Ich kann doch einfach auf die Steinmauer ballern. Oh Mann. So. Entschuldigt, da bin ich gerade echt einfach nicht drauf gekommen. Das tut mir echt mega leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Da sind jetzt, dafür hänge ich 3 Minuten hinten dran. Ha? Ist das ein Deal? Ist ein Deal. Bam! Ich muss etwas Stärkeres finden. Ah, natürlich. Oh, Zeug. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Also Mädel, dass sich das kolossal beunruhigt, kam jetzt aber nicht so wirklich rüber. So, Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtete, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Ja, Aufmerksamkeit bekommen ist grausam, oder?
Nee, aber wer weiß, was da für Verpflichtungen mit einhergehen. Vielleicht muss man dann immer die Wäsche abnehmen. Und abwaschen. Boah, das wäre irre. Dann würde ich auch nicht gern Sonnenkönigin werden wollen. Außer es gibt einen Geschirrspüler. Nur so. Ich habe nämlich dieses Gefühl, dass gleich wieder Fights anstehen. Bunkerausblick. Sie schlachten sie aus. Können wir es mit dem Bergungsgut noch machen? Ich wage es ja zu bezweifeln. Ja, bei der Pistole brauche ich nämlich keine Upgrades. Da haben wir alles. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Material und das Gewehr hat, glaube ich, schon extreme Anforderungen. Ja, da brauche ich für alles jetzt, glaube ich, 500. Ach nee, lol. Visier. Warte mal, das will ich jetzt mal ausprobieren. Aha. Okay, ich dachte, man kriegt echt ein Scharfschützenvisier. Da bin ich jetzt leicht enttäuscht von, aber gut. Geocache noch mitgenommen. Ihr habt alle blinken sehen, denke ich mal. Ups. Zack. Spannend und rüber. Damn. Ach, ich finde das so schön, dass man sofort sieht, wo man lang muss, ohne Flachs. Ich hasse das hier so ewig irgendwie lang gehen zu müssen, zu raten, wo ich denn hin muss. Absolut nicht mein Ding. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das hier nicht so ist. Ach geil, da kann die sich einfach so rüberhangeln. Das ist schon sehr cineastisch gemacht, ey. Das dürfte ein altes Flakgeschütz sein. Correct me if I'm wrong. Licht? Ah, ich dachte, das ist mir schon fast. Das ist Nummer 1. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ich kenne da hoch. Wir ziehen ihn raus. Was geht da oben im Palast wohl vor? Der ganze Rauch, der über dem Tag aufsteigt. Jetzt ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Mein Stück. Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht da vor. Bruder, du sollst ruhig sein. Shit, ey. Moment, Herr Klemm! Scheiße! Und jetzt? Was machen die denn? Ach geil, danke! Komm, geht mal noch ein bisschen auf das Fass zu. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Alles bestens. Nein. Setzt nur den Generator wieder in Bewegung. Was zum... Was macht der denn? Schalten ihre eigenen Leute aus. Oh, das haben sie anscheinend gemerkt. Wenn kurz mit dachte ich, die merken das nicht mal. LOL! Ja, genau. Oh, oh. Wuh. Aua. Unten bleiben. Der drauf. Down. Puh, das war knapper als ich wollte, Freunde. Entschuldigt, dass ich gerade die ganze Zeit nichts gesagt habe, aber ich war höchst konzentriert. Sieht aus, als ob er mir zeigen würde, dass ich ihn bitte im Nacken kratzen soll.
Aber ich glaube, da gibt es keinen Grund mehr zu, denn der Junge ist tot, falls es euch nicht aufgefallen sein sollte. Die gute Lara ist nämlich ziemlich skrupellos. Die kennt da nichts, Freunde. Die mäht alles nieder. Aber ich habe doch eine Granate geschossen, wieso kann ich denn da keinen aufnehmen? 2 von 5 Geocaches in dieser Location. Frag mich, ob man das auch komplett stealthy hätte machen können. Zumindest den ersten habe ich ja so rausgenommen. Aber bei dem anderen habe ich jetzt einfach keine Möglichkeit gesehen, das zu machen. Fand ich, war schon ganz cool mit meiner... Mist. Mit meiner Idee, das mit dem Generator zu machen. Oh, den kann ich auch noch looten. Bergungsgut. Bergungsgut, tut uns gut. Ach, siehst du, ich habe ja gar keinen Pfeil verbraucht diesmal. Mal hier Akten. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Forscher, die Suche nach dem Stern. Sie gingen ins Landinnere zum Kloster, aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Joa. Nö. Glaube ich auch nicht. Lara. Ey, nimm das. Ach, das sind Granaten. Mann, diese gelben Kisten sind für mich automatisch Bergungsgut. So, kann ich denn das jetzt nicht nehmen? Egal. Wut! Alter, du sollst springen. Jawohl. Da oben liegt nämlich noch Muni. Und da gibt's noch was zum Aufstemmen. Also ich bitte dich. Was? Nicht zum Aufstemmen? Das sah so nach Aufstemmen aus. Höp. Eigentlich wollte ich ja hoch und nicht runter. Aber gut. Aber gut. Dann gehen wir halt den traditionellen Weg. So ja nun nicht. Was? Achso, nebenbei die Headshot-Anzeige ist anscheinend dieser rote Diamant, der ab und zu kommt. Ja, ist es. Ich keinen Punkt. Im Lager erhältlich. Kopfschüsse bringen anscheinend mehr Punkte, das ist nett. Oh oh. Der jetzt von hinter mir? Das hat sich gerade sehr danach angehört, aber ich glaube nicht. Das hat sich schon wieder danach angehört. Ja, natürlich kommt ihn da hinter mir. Kacke, ey. Ich hoffe mal, dass es nur einer ist. Joa, triff mich halt mit Flammenpfeil to the face, Alter. War so, als ob hier noch einer war. Ah, wir gehen nochmal zurück. Den Typen dürfen wir ja nicht vergessen zu looten. Der hat eine Alternativroute genommen. Voll schlau von dem, mich zu flankieren. Hat noch nicht gereicht. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Quatsch. Bin Gast. Waffenmodifizierung. 2 von 3 Teilen für die Schrotze, das ist nett. Mich mal interessieren, ob wir demnächst mal eine halbautomatische oder sowas bekommen. Das wäre ganz fett. Der hat geschluckt, der Junge. Boah, Alter. Ah! Panik! Entschuldige ich gerade, mein Aim ist gerade nicht so on point, wie ich es gern hätte. Der Penner. Ach, Kacke. Na komm. So nicht. Kopfschusskiller. Easy. Zack. Es hört sich aber so an, als ob hier noch was wäre. Deswegen mal lieber Schotty rausnehmen.
Ach, die spawnen hier einfach. Die kommen nicht irgendwo her, die spawnen einfach. So wie es aussieht. Das suggeriert mir zumindest dieser Raum gerade. Auch nice. Umgebungskill. Sam. Und hoch. Oh! Einmal aufgeräumt. Das Bergungsgut. Aufmachen. Was haben wir denn da? Eine große Kiste. Ja. Mehr Loot für Lau. 65, ey. Fett. War schon fast wieder eine Erweiterung freigeschalten. Wie es aussieht. Aber ich glaube, wir müssen hier nicht lang. Da. Zack. Bunny hoppen. Oh. Guck mal. Ah, ja, ja, Pfeile voll. 40 Pfeile, ey. Immer hart. Ich überlege, dass ich sonst mal mit 20 ausgekommen bin. Ah, ja, aber meine Verschwendung, was die Pfeile angeht, ist ja. Hat ja ordentlich zugenommen. Ihr habt es ja selber gesehen. Ah, die looten wir noch. Dann können wir dieses Ding hier noch anzünden, glaube ich. Ja. Zack. Oh. Doch, hat geklappt. Ich wollte gerade sagen. Was? Der hatte 7 Bergungsgut. Da hätte ich mir jetzt aber mehr versprochen. Da war was. Geocache. Auf der Suche nach Ärger. Für einen kurzen Moment dachte ich, die Sonne ist ein riesiger Scheinwerfer und ich wollte ihn zerballern. Stirb, Sonne! Da war es gerade rot, wa? Ist auch gesehen? Ja, da hat es ganz kurz rot aufgeblitzt, nachdem ich geschossen habe. Komisch. Ja, da war. Nee? Ah, okay, von da unten dann nach da oben. Nehmen wir mit. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Alles klar, der gute Boy, der Alex, hat es anscheinend, oder Alex, entschuldigt, hat es anscheinend auf uns abgesehen. Steht auf uns. Nee, Kollege. Nee, ohne Scheiß. Das willst du, glaube ich, nicht mal. Ohne Flachs. Wer auch immer sich mit Lara einlässt, das kann nicht gut enden. Habe ich denn noch was? Ja, komm, holen wir uns die Napalmpfeile. Sam. Brauche ich auf jeden Fall, denke ich, eher als die ollen Granaten. Geschweige denn den Schalldämpfer fürs Maschinengewehr. Wer braucht denn bitte schön Schalldämpfer auf dem fucking Maschinengewehr? Jedenfalls bei Tomb Raider. Ich hab doch, wie gesagt, dann die scheiß Pistole dafür. So. Looten. Geprägt im Jahr Meiji 6. Also 1873. Oha, das ist auch nett im Munze für 1873. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Oder aber du täuschst dich einfach total und das ist eine Billigkopie eines Pennys aus China. Aber... mich brauchst du da nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. So. Bam. Festmachen, ab dafür. Oh, so langsam geht's wieder in Flow über. Das ist voll geil.
liebe den Flow von solchen Spielen. Ohne Flachs, wenn das alles nicht so abgehakt ist, sondern so wunderschön die Bewegungen ineinander übergehen und du denkst die ganze Zeit, du weißt, was du tun musst und... Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist saugeil auf jeden Fall. Wie auch immer der gute Alex jetzt auf dieses Schiff gekommen ist, der wird bestimmt nicht das gemacht haben, was wir hier gerade machen. Nehmen Schalldämpfer rein. Ganz ruhig. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Sehe einen fiesen Schatten. Einen sehr nahen fiesen Schatten. Der steht direkt vor mir, ihr seht's auch. Sobald ich rauskomme, bin ich Geschichte. Kannst du dich jetzt mal umdrehen, Junge? Danke. Nee, der dreht sich immer noch nicht um. Ist dem auch total Rille. Und das ist mir auch Rille, was mit euch passiert, Freunde. Oh, das ist ja ein großer! Nehmen wir die Shotty rein. Aus dem Weg. Ich mach das. Mach das mal. Oh fuck. Zack. Bam. Shit, nachladen. Gib ihm! Ziemlich unrealistisch, dass da so ein 2,50 Meter Hühner einfach mal rumsteht, aber egal. Lass mich raten, das gehört Alex. Ah, ein Steigklemmantrieb. Ah, jetzt kann ich hochfahren, wa? Schwere Objekte heranzuziehen. Oh, okay. Schade, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie halt hoch mich an Seilen fahren lassen oder so. Aber sei es drum, sei es drum. Ich hätte jetzt gern noch geguckt, wie der das gemacht hätte hier. Klingt das noch was? Nee, anscheinend nicht. Okay. Von Don würde ich mal sagen. Sam? Nee, 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 nee. Okay. Ja, gut, dann halt so. Kann ich die eigentlich noch? Wo sind die anderen Bienenpenner hin? Die habe ich doch auch getötet. Warum kann ich die denn nicht looten? Finde ich gerade sehr, sehr schade. Denn, Freunde, ihr kennt mich. Ich bin ein Freund des Loots. Bin wieder da. Back where we started. Ach, das ist unser Erkunderschiff, wa? Hallo? Jemand zu Hause? Es ist kein Kinofilm. Es hätte besser gewirkt, wenn es ein Kinofilm gewesen wäre. Es war jetzt so ein typischer Vergleich, ne? Das war ich vorher und guckt mal, was aus mir geworden ist. Ich glaube, das hat jeder begriffen. Ich muss Clara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert.
Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Sam, Abenteuer mit Lara. Dieses Abenteuer wird sich keine von uns erinnern wollen. Ach, naja, ich glaube, sowas sollte man auch nicht vergessen. Das prägt einen halt. Natürlich, es sind schlimme Sachen passiert. Alles erstmal egal. Halt dein Maul, Junge! Oh! Aua, wow! War da gerade noch einer? Nee, okay. Dann wechsel auf die Pistole. Ach, die hat den Typen runtergestoßen. Mann, Lara! Denk doch mal nach, dann hast du keinen Loot. Die Musik ist gerade so angezogen, da dachte ich, es kommt gleich was. Das sieht mir aber mehr nach Nahkampf gerade aus. Von daher, Schotti raus. Guckt euch die Schotti an, Alter. Wie wir die aufgemöbelt haben. Magazin, vorne irgend so ein, keine Ahnung was. Lüftungslöcher und unten ein Griff. Irre, oder? Und das alles nur mit Bergungsgut. Mach erstmal auf dich aufmerksam, Lara. Ist eine gute Idee. Alex! Hallo? Aua. Was machst du hier? Was ist los? Dich retten? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachttag kriege ich das hin. Ach, ihr gedrückt halten, Mann. Sam! Verdammt. Oh. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Jo, dann müssen wir uns mal was aus... Ach, guck einer an. Okay, ich weiß schon wie. Muss nur mal gucken, wie ich da jetzt vernünftig rankomme. Ach so, ich kann hier einfach stehen. Okay. Nee, so nicht. Ah, da lang müssen wir. Okay. Alle cool, alle. Jetzt ist doch mal los, Lara. Auf geht's hier lang. Ah. Wait. Wait, 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 wait. Boah, wie mache ich das jetzt? Ach! Sam! Ja, ich will es nicht so lange machen in dem Fall. Ich muss nämlich irgendwie das schaffen, hier hinzukriegen. Kann ich da auch einfach... Nee, das... Ach, warte mal, ich könnte es doch so einfach machen, oder? Ist nicht hoch. Nee, es reicht nicht. Ja, ich weiß gerade noch nicht, wie ich hochkommen soll. Fehlt mir gerade ein bisschen das Know-how zu. Warte mal. Waldemar. Das muss doch gehen. Fällt mir gerade mal auf. Ist jetzt hier rüberziehen? Warum habe ich das nicht gerade gemacht? Jetzt hör doch mal auf hier zu jammern. Muss ich überlegen. Aber warum?
Zack. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, boah, Alter. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben noch weitergeht. Okay, entschuldigt. Gleich haben wir's. So, natürlich. Und so. Und so. Manchmal bin ich schon ziemlich dumm. Das kann man so sagen. We did it, Freunde. So, und ich würde mal sagen, genau hier machen wir die Pause. Nämlich, wir sind schon bei 36 Minuten. Ich danke euch mal wieder fürs Einschalten. Wenn ihr Anmerkungen habt zum Let's Play oder sonstige Fragen, ne, einfach in die Kommentare hauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.